Hallo Lieben, hier ist das Heimschmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, Berlin und in der Nähe von München. Diesmal Bierblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und heute geht es mal wieder um das schöne Thema Thrill in toxischen oder ja, Thrill in unmöglichen Beziehungssituationen und einer grottenschlechten Beziehungssituation. Warum ist der Thrill so groß? Und ja. Guten Tag, Christian. Ist hoffentlich okay, wenn wir uns duzen. Ich habe eine etwas andere und sehr spezielle Frage zum Thema sexuelle Anziehung in toxischen Beziehungen. Ja, man denkt immer, die Fragen sind so speziell. Kann ich auch verstehen. Sie ist nicht speziell. Das sind die Fragen. Gleichen sich erschreckend. Immer wieder. Aber gibt natürlich immer neue Aspekte. Ne? Achso, ich wollte noch sagen, nächste Woche ist Liebeskummerwoche bei Liebeship. Wie das genau läuft, nochmal in Videos dazu. Aber schaut gerne mal rein. So, auf die typischen narzisstischen und toxischen Verhaltensmuster gehe ich in meinem Text wenig ein, da es mir um die körperliche Anziehung zwischen ihr und mir geht. Wie gesagt, wenn jemand das schreibt, dieser Begriff wird ja mittlerweile für alles verwendet. Ich kenne die Leute hier nicht. Ich weiß nicht, ob deine Partnerin irgendwelche Anteile hat in der Richtung. Was ich immer wieder sagen muss, nur weil eine Beziehung beschissen läuft, heißt es, das hat man mit den Ahnung, hat man ja manchmal, eine Beziehung läuft beschissen, ich war mit einem Narzissten zusammen. Das ist nicht so. Gut. Aber ja, natürlich gehst du auf die toxischen Verhaltensmuster ein, weil die hängen eng mit Sexualität zusammen. Aber gut. Ich hoffe, du machst dazu ein Video. Hier meine Situation. Ich in den 30ern bin seit einigen Jahren in einer Beziehung mit einer Partnerin. Seit dem letzten halben Jahr ist die Beziehung sehr toxisch geworden, aber dazu später mehr. Ich selbst hatte vorher eine Beziehung über auch einige Jahre und auch als Single meine Erfahrung mit Frauen gemacht. Diese beschränken sich jedoch auf das klassische normale Verhalten. Was ist heutzutage noch normal, Leute? Es ist nichts mehr normal oder alles ist normal. Ich weiß nicht, die Welt ist völlig verrückt geworden. Also hier ist gemeint mit normalem Verhalten kuscheln, küssen, Missionarstellung und so weiter. Meine toxische Partnerin hat eine sehr wilde und hemmungslose Vergangenheit. Ja, also du bist ist ja auch Wahnsinn, wie ähnlich die Männer sind, die mir schreiben. Und alle hatten sie dann, ja, so eine wilde Frau. Und ja, das wir Männer mögen das. Viele Männer mögen das, vor allem, wenn man noch so ein Retterthema hat. Aber auch sonst kann man es nur beim Retterthema bezahlen, besonders toxisch. Weiß nicht, ob du was hast, musst du mal gucken. Aber man ist häufig nicht bereit, die Konsequenzen davon zu tragen, die so ein Verhalten hat, ne? Die, sag jetzt nicht, dass die immer da sind, aber ja, also hier sind sie schon wieder da, ne? Sie hat vor meiner Zeit einiges erlebt und sich ausgelebt. Ja, dann ist immer, sollte man immer nicht davon ausgehen, dass sich das ändert, ne? Das ist halt so. Anfangs fand ich das eher befremdlich. Im Laufe der Zeit fand ich es jedoch ganz reizvoll, eine so erfahrene Partnerin zu haben. Stell sie nicht auf den Podest. Natürlich in der Hoffnung, meinen Horizont zu erweitern und neue Dinge mit ihr gemeinsam ausprobieren zu können. In der Beziehung selbst hatten wir diese wilden Zeiten aber nicht zusammen ausgelebt. Ja, guck mal, du kriegst nicht mal das, was du haben willst. Du denkst, boah, hier eine geile Packung, super, super Center Shock Kaugummis. Und dann isst du das Kaugummi und Center Shock Geschmack. Aber jetzt bleibt jetzt mal in diesem Bild, ist gar nicht da. Es ist ein ganz normales, langweiliges Kaugummi, was nicht besonders gut schmeckt. Und du denkst, du kriegst jetzt hier das geile Kaugummi und du kriegst es noch nicht mal, ne? Und was ich ja mittlerweile denke, aber ich bin da, ich muss zugeben, nach jetzt ein paar Jahren dieser Arbeit bin ich da völlig desillusioniert, ob irgendwas stimmt, was jemand mal erzählt hat, was er vorher erlebt hat in Beziehungen. Also es gibt Partner, die erzählen einem sonst was und es stimmt irgendwie nur die Hälfte, wenn überhaupt. Also, ja, gut, aber ich kenne die natürlich nicht. Ja. So.
Ich kenne dies alles nur aus Ihren Erzählungen, ja, das meine ich. In den ersten beiden Jahren, in denen unsere Beziehung wenig toxisch, fast harmonisch war, ist der Sex immer seltener geworden. Auch da, ich kann euch nur immer wieder sagen, guckt mal in die Kurse. Ich weiß, das ist immer so herrlich. Christian macht so viele Videos, das reicht auch bestimmt. Aber guckt mal in die Videos. Modul 1, immer wieder, wird hochgeschätzt. Guckt mal rein, es kostet echt nicht viel. Und diese Dynamiken einfach mal kennenzulernen, ist vielleicht nicht das Schlechteste. So, und das, ja, das ist halt immer so dieses Thema, ja, bei Beziehungen, die so plus-minus-polmäßig laufen, dass sie entweder so nur von Sex geprägt sind und sonst läuft nichts, oder kein Sex. Und hier haben wir beides. Das andere kommt gleich noch. Zuerst lagen einige Wochen, dann Monate dazwischen. Wir hatten zeitweise wenig bis gar keinen Sex und waren sogar schon einmal gemeinsam beim Arzt wegen ihrer geringen Libido. Ja, bevor, also natürlich kann man immer zum Arzt gehen, ich kann natürlich immer irgendwas Körperliches haben. Aber meine Erfahrung ist, bei so ganz normalen Paaren, wo es nicht auf der Hand liegt, dass da irgendwas ist, ist es ganz oft das Thema Polarität. Ganz, wenn du das nicht kennst, guck mal X-Videos zu oder den Dating-Kurs. Man kann immer wieder sagen, diese scheiß Polarität, wir leben doch in einer Genderwelt, wir sind alle gleich. Wir haben auch das Gender-Sternchen überall, aber es gibt trotzdem die Polarität. Ich kann es nicht ändern, ich habe die Welt nicht so gemacht. Es wäre auch langweilig, wenn wir alle gleich wären. Lassen wir davon mal ganz ab. So, heute würde ich sagen, dass wahrscheinlich die Polarität gefehlt hat. Ja, da ich der liebe und nette pluspolige Freund war. Gute Analyse, lieb und nett landet nicht im Bett, ne? Wie heißt das? das war wahrscheinlich wenig anziehend für Sie, oder? Ja. Ich habe das auch alles durch in meiner Vergangenheit, zum Glück lange her. Und ich würde sowas nie mehr machen. Nie mehr, nie mehr. Seit einem halben Jahr jedoch sind wir in einer toxischen On-Off-Dauerschleife. Ja, On-Off heißt nicht kompatibel, ist meine Meinung. Es gibt andere Meinungen, ich bin nicht der Einzige auf der Welt. Bin ja, wenn man unbedingt an einer On-Off-Beziehung arbeiten will, kann man das machen. Ja, ist anstrengend. Und unsere Runden dauern meist nur einige Tage oder maximal eine Woche. Ist überhaupt nicht selten, wenn eine Beziehung... Wie gesagt, toxische Beziehung, das heißt ja nicht, dass die böse ist, deine Ex oder so, also überhaupt nicht, sondern ja, es passt einfach nicht, ihr seid irgendwie nicht kompatibel, ne? Klar, kann man jetzt gucken, kann natürlich immer Paartherapie machen oder sowas. Also immer würde ich es nicht empfehlen, aber klar, kann man machen, nur dann, ich denke, müsste man auf jeden Fall das Polaritätsthema angucken. Und ob es dann besser wird, kann man nicht sagen, weiß ich nicht. Und unsere Runden dauern meist nur einige Tage oder eine Woche. Das ist häufig in diesen toxischen Beziehungen. Meine Partnerin hat seitdem parallel jemand kennengelernt. Ja gut, ich meine, jetzt kann man darüber meckern, aber on-off heißt ja, dass ihr auch getrennt seid zwischendurch. Und das gefällt einem vielleicht nicht, aber ja, dann auch das ist ein Grund, warum man vielleicht keine on-off-Beziehung führen sollte. Aber ja, dann kann auch mal jemand Neues kennengelernt werden. Das ist nicht schön. Aber auch hier kann ich noch, also ich habe bisher noch nichts gehört, dass deine Freundin irgendwie komisch agiert. Vielleicht passt euer Liebeship nicht zusammen. Aber das darf sie natürlich, ne? Sie darf, und du machst ja auch mit beim On-Off, ne? So. Zuerst bezeichnete sie ihn als Kumpel, dann hatte sie angeblich Gefühle für ihn, zuletzt hatten sie Freundschaft plus. Ja, wie gesagt. Wenn ihr getrennt seid. Als ich sagte, dass es für mich illoyal und Betrug sei, entgegnete sie mir, dass wir schließlich nicht mehr zusammen sind. Ja gut, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber ja, sollte einem vielleicht nicht wundern bei einer On-Off-Beziehung, ob ihr jetzt de jure noch zusammen wart oder nicht, musst du wissen. Aber naja, ist weiß ich nicht, musst du jetzt mal für dich auseinander sortieren. Aber wenn, es kann mir gut vorstellen, dass sie der Meinung ist, dass ihr vielleicht nicht mehr zusammen seid. Ne? Sie ist also über mehrere Monate täglich zwischen ihm und mir hin und her gewechselt. Überraschenderweise ist genau in dieser On-Off-Phase unser Sexleben sehr wild, hemmungslos und ein einziges Abenteuer geworden.
Ja, schön für dich. Hoffe, ihr praktiziert Safer Sex. Ja, aber ich meine, ich bin nicht das Bundesmoralministerium. Also kann man alles machen, wenn alle darüber informiert sind. Ja. Wir probierten neue Stellungen, Orte, Spielzeug und erzählten uns offen alle unsere Fantasien. Für mich war das sehr aufregend. Ja, es ist bestimmt auch aufregend, Drogen zu nehmen und trotzdem machen wir es manchmal nicht, aber du bist ein gutes Recht, du kannst so ein Leben leben, nur dann beschwer dich nicht, ne? Beschwer dich nicht, wenn du was mitmachst, so. Leider war alles nicht exklusiv, da sie parallel auch ein, ja, sexuelles Verhältnis mit ihrer Affäre hat. Ja, ist ja eigentlich klar, wenn sie sagt Freundschaft plus, aber okay. Wie gesagt, wenn sie darüber gelogen hat, ja, dann ist es natürlich nicht so nett, aber also so richtig heimlich scheint es ja nicht gewesen zu sein. Und manchmal muss man, ja, muss man auch mal eins und eins zusammenzählen. Es ist immer wichtig, dass man nicht zu sehr in so ein Opferding geht, sondern auch guckt, wo habe ich, also natürlich ist man manchmal Opfer, ne? Muss man jetzt nicht wieder alles diskutieren hier, aber immer zu gucken, wo habe ich auch den Ausstieg nicht gefunden, wo bin ich zu lange drin geblieben, weil das bringt nichts. Immer wieder zu gucken, was hat der andere gemacht, das bringt dich nicht weiter. Warum bist du da so lange drin geblieben? Einen Grund hast du schon, war so abenteuerlich. Ist okay, ich habe da keine Bewertung. Man muss nur dann, wir können, dürfen alles machen, wir müssen nur die Konsequenzen tragen. Ne? Das ist halt so. Ja. So, an manchen Tagen, lalala, gut, ich will jetzt nicht zu sehr sexuelle Details hier, okay. Anscheinend wart ihr da beide sehr. Zumindest phasenweise sehr addicted zu dieser Tätigkeit da. Ich meine, das ist jetzt so eher floskelhaft, aber ja, aber das ist manchmal bei toxischem Sex so, dass vielleicht kennen das welche auch, dass er nicht befriedigt irgendwie. Ne? Er ist wild, aber er führt irgendwie zu nichts, außer dass man nochmal Sex haben will und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann fühlt man sich irgendwann total verkatert. Auch das ist eine Parallele so zu Drogen. Ja, kann man nochmal. Nochmal eine Line ziehen und nochmal, nochmal, nochmal. Ja. Aber es macht halt nicht satt, ne? Das ist häufig bei toxischem Sex, dass er nicht satt macht, so. Aber wie gesagt, du siehst ja, was passiert und du machst mit. So. Aus der Lektüre mehrerer Bücher und sehr vielen YouTube-Videos würde ich mein Verhalten als co-abhängig bezeichnen. Wir triggerten uns gegenseitig bei bestimmten Themen an, nicht nur Sex. Die Situation war für mich verwirrend, unverständlich und löste ein absolutes Gefühlschaos aus. Verständlich? Nur mein eigentliches Anliegen. Ich weiß aus seinen Videos, dass es in toxischen Beziehungen typischerweise eine hohe sexuelle Anziehungskraft gibt. Ja, es gibt auch andere Varianten, aber es kommt sehr häufig vor, vor allem in diesen suchtartigen Beziehungen, ne? Trotz dem vielen Gift, trotz des Dreiecks. Ja, auch da, ich will das nicht immer wieder, ich weiß, das ist so langweilig bei den Leuten, die es immer wieder gucken. Leute, wenn ihr unbedingt Dreiecke machen wollt, macht es, beschwert euch nicht. Ich sag das, glaube ich, in jedem zweiten Video, keine Dreiecke. Ich weiß, ich kann das meinetwegen auch noch sagen, bis ich 500 bin, kein Problem mit, also keine Dreiecke. Macht's auf eigene Gefahr, wenn man unbedingt den Kick und die Achterbahn haben will, go for it, aber dann akzeptiert die Konsequenzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man, wenn man sein Liebes, weiß ich nicht, natürlich mag es Leute geben, die wollen gar keine Beziehung, die leben meinetwegen in, weiß was ich, Polyamorie oder probieren in gegenseitigem Einverständnis neue Beziehungsformen aus. Ja, es gibt bestimmt welche, bei denen irgendwas funktioniert, aber so in diesem, wenn man sozusagen dabei ist, sein Liebeship zu bearbeiten, kann ich nur sagen, keine Dreiecke. Keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke. Also wenn allein dieser Ratschlag beherzigt würde, würde so viel wegfallen von meiner Arbeit. Also, aber wie gesagt, es hat einen Grund, warum man da drin ist, weil es so auf diesen Thrill-Charakter bringt. Also wenn man auf Thrill steht, super, geht in Dreiecke, ne? Ja, aber ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
So, trotz des vielen Gifts und dem Dreieck, trotz dass ich in einigen Situationen eindeutige körperliche Abwehrreaktionen zeigte, ja, auf deinen Körper, sagte es jetzt, fand ich die Situation irgendwie ganz reizvoll. Ja, übernimm die Verantwortung. Ebenso wie eine süchtig machende Droge. Man weiß, es ist nicht gesund, es tut einem nicht gut, man kommt nicht davon weg. Willst du denn davon weg? Seit kurzem hat mich meine Partnerin laut eigener Aussage endgültig für mich entschieden und den Kontakt zum anderen Mann abgebrochen. Ja, wie lange geht denn das und wann kommt der nächste? Und das ist ja, also du sagst ja selber, du siehst sie als co-abhängig, da hat man meist das Problem, dass man 100.000 Chancen gibt. Kannst du machen. Zeit spielt ja auch irgendwo keine Rolle. Pff, mach es. Aber erwarte jetzt nicht was Neues. So. Ich habe mich also auf eine erneute Runde eingelassen. Bisher läuft es im Alltag ganz gut. Es fühlt sich an, als würden wir an unserer Beziehung arbeiten. Seitdem ist unser Sexualleben mal wieder abgeflacht. Ja, jetzt kommt die nächste Runde, ne? Ja. Anstatt dass wir als Paar exklusiv Zärtlichkeiten austauschen und offen aussprechen, was uns gefällt, ist das Thema Sex wieder ein Tabuthema geworden. Du musst deine Freundin einfach so akzeptieren, wie sie ist. Also egal, wie du sie jetzt betitelst, oder wie du das Ganze nennst hier. Also entweder du kommst damit klar, wie sie ist, oder du kommst nicht damit klar, wie sie ist. Und wenn du meinst, damit kommst damit klar, dann mach es weiter. Und wenn du meinst, kommst nicht damit klar, dann geh. Und wenn du meinst, du kannst nicht gehen, muss man an seiner Trennungskompetenz arbeiten. Sie ist ein bisschen, also sie ist nicht, sie ist ein bisschen als Entwicklungsprozess für dich, wo sie dir vielleicht sogar einen Gefallen tut auf eine Art und du ihr auch, dass ihr euch weiterentwickeln könnt. Ob das jetzt in der Beziehung ist, müsst ihr gucken. Aber, oh, ich hätte auch sowas, oh, nee, das hätte ich überhaupt keine Lust mehr drauf, ey. Kurzum, es läuft nichts. Für mich ist besonders schmerzhaft ist die Tatsache, dass sie sich oft wegdreht, wenn ich sie auf den Mund küssen möchte. Wer will sowas? Keiner will sowas haben in der Beziehung. Niemand. Wo sind deine Standards? Wo sind deine Standards? Und es ist einfach ein Aufruf, sage ich jetzt ganz nett, wirklich, weil ich weiß, wie ätzend das ist und ich weiß auch, wie blöd das ist, wenn man merkt, dass man da ein Thema mit hat. Arbeite in deiner Polarität, weil das ist. Wird dir noch so viel weiterhelfen im Leben, wirklich. Glaub mir, das. Und dazu brauchst du Grenzen, klare Grenzen und sagen, ey, in so einer Beziehung will ich nicht leben oder will ich nicht sein oder ich keinen Kuss auf den Mund kriege. Aber wenn man selber so abhängig agiert, was jetzt nicht schlimm ist und ich weiß auch, wie man dahin kommt, also man hat halt vielleicht irgendeine Kindheit gehabt und man kommt dazu. Aber ja. Irgendwann muss man mal dran, sonst das Universum schickt dann immer den gleichen Kram irgendwie, ne? So, hier nur meine beiden Fragen. Gilt die hohe sexuelle Erregung in toxischen Beziehungen auch gleichermaßen für den Minuspolpartner oder wie auch immer? Ja, die finden, ja. Klar, die kriegt ja ganz viel Bestätigung da jetzt, ne? Von dir, vom anderen und ja. Aber das muss jetzt nicht so, nicht mal so machiavellistisch, überlege ich mir mal so ein fieses Dreieck, wo ich mir alle quäle. Das wird ja oft so, das ist wirklich höchst selten so, dass es halt Menschen sind, wie sie sind und haben bestimmte Muster erlernt. Es gibt, kann auch so Minuspolmuster in der Kindheit erlernen, natürlich. Und ja, also vielleicht hätte deine Freundin es auch gern anders und es ist, aber sie ist so. Vielleicht hätte sie es auch nicht gern anders. Aber glaube jetzt nicht, dass du sie retten kannst. Das ist immer, was einen so drin hält. Dieses, kann sie da rauslieben oder nee. Also hatte sie wirklich Lust auf den Sex mit mir? Ja. Vielleicht ist sie bindungsängstlich. Ich weiß es nicht, ne? Kann ich jetzt ja aus so einer Meldung immer nicht sagen. Vielleicht ist sie bindungsängstlich und sobald sie in der Bindung wieder ist, ist ja oft so, geht dann der Sexdrive runter und wenn sie nicht in der Bindung ist und diesen Thrill hat, sie ist ja genauso thrill-orientiert wie du gerade so, ne? Oder war es eher eine Machtdemonstration, Machtspiele, was sie sich alles gegenüber mir erlauben kann, zum Beispiel Dreieck. Ich kenne deine Freundin jetzt nicht, das mag ich jetzt nicht beurteilen, natürlich, aber Macht und Sex und ja.
natürlich sind das Sachen, die auch mal zusammenhängen können, ob das jetzt eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache, überlasse ich dir. Aber ja, vielleicht hat dir das auch noch einen Kick gegeben. Ja, vielleicht hat es dir auch einen Kick gegeben, da auch mitzuspielen in so einer Täter-Opfer-Beziehung. Ja, jetzt auch einen Kick gegeben. Ja, ist nur die Frage, willst du das? Willst du in so einer Beziehung sein? Ne? Wie kommt es wieder zu diesem plötzlichen Lustabfallen einer scheinbar sicheren Beziehung? Es ist definitiv keine sichere Beziehung. Also das kann man wirklich sagen. Wo ist hier eine sichere Beziehung? Eine On-Off-Beziehung kann doch nicht sicher sein. Also vielleicht war die mal sicher, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, vielleicht kann sie nicht anders. Vielleicht verliert sie die Lust nach einer Zeit. Oder wie gesagt, das Polaritätsthema haben wir ja auch noch. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht dein ganzes Leben analysieren hier in einer Mail. Das geht natürlich nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ja ein paar Sachen gesagt. Ist hier der Nervenkitzel für sie verloren gegangen? Ja, offensichtlich. Und oder fehlt mir die entsprechende Polarität? Da ist ja kein Oder. Wie gesagt, ich kenne dich nicht, aber da das ja überall hier zwischen den Zeilen steht, konnte ich mir schon gut vorstellen, dass es ein Polaritätsthema gibt und sie vielleicht auch nicht so richtig respektiert, würde ich mal sagen. Ich weiß es nicht. Also scheinbar meint sie ja, sie kann sich eine Menge rausnehmen, was ich wiederum nicht, ich will das gar nicht bewerten. Ich mache dieses Bewerten überhaupt keinen Spaß mehr. Also es ist, wie es ist. Ne? Ich meine, du lässt ihr den Raum, sie nimmt den Raum. Ne? Aber wäre sicherlich gut, dafür zu sorgen, dass ja, dass sie euch gegenseitig respektiert und dass sie auch weiß, wo die Grenzen sind, weil im Moment scheint es ja keine Grenzen zu geben. Und wenn es keine Grenzen gibt, dann neigen Menschen dazu, diese nicht vorhandenen Grenzen auszunutzen. So ist der Mensch. Ich habe ne? Oder viele Menschen, ja. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.